und begrüße die anderen. So, zeig mal, da läuft. Zack. So, und zwar switche ich mal hoch. Zwei Schlägen Bam, so. Selbst wenn er diese Rüstung trägt. Da sind wir. Heute okay. Mit dabei der Matze. Servus. Der Olli von Olli und Dan. Ja, moin, nee. Moin. Olli und Danny, genau. Und der Spielbär. Moinsen. So, ja. Mal gucken, wir haben einiges für heute geplant. Ich werde jetzt den Chat wieder ausschalten, denn der stört dann doch etwas im Bild, denke ich, beim Gucken. Und dann legen wir mal los. So, weg ist er. Da hat den meisten Spaß verpasst. Ich habe Spaß verpasst, verdammt. Ja. Warum? Was habe ich verpasst? Erzählt. Ich bin mit Galimimus rumgesprungen wie ein Känguru. Siehst du, ey, wir einen haben wir schon, den hat, glaube ich, Koya. Der Koya hat den gezähmt, wa? Ja. Von Haus zu Haus sind wir gesprungen mit dem Galimimus. Wie lange braucht der eigentlich? Keine Ahnung. Lange. Also, naja, du hast halt das Problem, der hat zwar viel Torpower, die sinkt extrem schnell. Das heißt, du musst dem schon eine ganze Menge Narcotics reinknallen, um den betäubt zu halten. Und das ist, und er frisst zum Beispiel auch nur Gemüse wirklich gerne. Mejo Berries frisst er gar nicht so gerne. Das heißt, du musst auch schon ein bisschen was vorbereitet haben für den. Okay, und Kibbles ja, gut, halt. Können wir den heute nicht in Angriff nehmen? Und die Morphodon-Eier brauchst du für die Kibbles, für das Vieh. Die Morph, eieiei. Na gut, du hast ja lauter. Nee, die Metrodon, die Metrodon. Entschuldigung, die Metrodon, ich verwechsel die. Wer war denn jetzt nochmal der. Hallo Isabel, wer war denn nochmal die Metrodon? Der. Ach hier, mit dem der. Rückensegel, mit dem Rückensegel, der. Ach ja, richtig. Der Mister erst ist scheiße zu zähmen. Ja. Ja, genau der. Ja, so. Das Schlimme ist, ich habe die Metrodon-Eier bei mir rumliegen, aber die kann ich nicht aufheben. Die liegen da rum in meiner Festung, aber ich kann die nicht sehen. Jetzt fängt der Saw schon wieder an. Vielen, vielen Dank, Saw. Die nächsten 5 Euro. Vielen, vielen Dank. I got you. Bam, 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 bam. So. Jetzt leckt sie kurz. Du hast Eier da, hast du gesagt, wie? Ich hab dich kurz unterbrochen, Saw. Die sind verschwunden. Ich konnte sie nicht aufheben. Ich konnte sie nicht aufheben. Irgendwas ist da verbuggt gewesen. Okay. Die lagen rum und eins ist sogar geflogen in der Luft und ich konnte die aber nicht nehmen. Die waren irgendwie, keine Ahnung. Da und auch wieder nicht da. Da und auch nicht da. Ja. Wo bist du gerade, Chris? Ich bin im Gehege, das ist auch echt voll hier. Wir sollten das echt langsam mal weiterbauen, aber da müssen wir echt wieder übelst viel farmen. Willst du uns so sagen, wie genau das machen wir, dann farmen wir das alles und setzen das. Da ist er. Genau, da ist der Spielbär. Boing. Ich hätte gesagt, dadurch, wir müssen dazu sagen. Boing. Was ist das für ein Känguru, ey? Boing. Komm, lass mal das reiten, das habe ich auch noch nicht geritten. Gesehen habe ich schon kurz, als ich mal kurz auf dem Server war. Gucken, ich hatte ja die letzten Tage viel mit The Division zu tun. Kann er mit 3 Leuten drauf. Alter, ist das Vieh hässlich. Wenn der jetzt draufschlägt, gehst du nach hinten. Der sollte sich mal die Haare schneiden hier. Der sollte sich mal. Ich zocke heute 2 Stunden. Denn wir. Ach, jetzt gucke ich auch noch nach hinten! Ja, das hat mich auch, wo ich da hinten saß vorhin. Ey, ich habe echt gedacht, mir wird schlecht. Das ist voll, voll schlimm, hinten zu sitzen und rückwärts zu fahren. Voll Achterbahn fahren, ist voll das Känguru. Ich dachte, ein Känguru gibt's schon. Genau, denn ich werde heute 2 Stunden streamen, länger nicht. Denn ich will danach noch Folgen aufnehmen, denn ständig nur Wiederholung von Livestream hochladen ist dann doch etwas blöd. Und deswegen, machen wir natürlich noch nachher richtige Folgen. Ich werde mein Haus weiterbauen, wir werden unsere Burg weiterbauen. Je nachdem, mal gucken. Vielleicht gucken wir mal bei einem oder anderen Base vorbei. Dieses Rückwärts ist aber echt scheiße. Und wenn du irgendwo hängen bleibst mit dem Vieh, dann werden die Beifahrer abgeworfen. Ja, echt? Das ist wie, wenn du einen hochhebst. Weil dann Struktur rankommst, ist es vorbei. Okay. Komm, jetzt springen wir mal wieder zur Taverne rüber. Genau, ich muss nämlich auch mein Haus langsam bauen, denn ich will auch so einen coolen Banner hier haben. Danny and Olli. Ja. Ja, ich werde dir dann auch einen Banner machen. Ja, schön. Das wäre sehr nett. Dann musst du mir aber nochmal so ein Image für klar machen. Ja, klar. Also von deinem Logo und so, und dann mache ich das. Okay. Genau, was ich erzählen wollte, wir haben. Was machst denn du da? Bist du gerade im Dach drin? Geh drauf. Also bei mir läufst du ins Dach so. Wenn du jetzt nach vorne läufst, fliegt er ins Dach. Bei mir sitzt eingestürzt. Jetzt geh mal nach vorne. Naja. Voll die coole. Okay, genau. Wir haben jetzt in der Woche mitbekommen, hier der Matze und der Lupus, die haben ihre Taverne schon geschützt mit ein paar Planet X, ne, wie heißen die? Planet Special. X-Species.
Ja, genau. Genau, haben sie ihre Taverne schon ein bisschen geschützt, denn, beziehungsweise den Garten, denn hier gibt es einige Diebe auf dem Server, leider Gottes, die klauen dann einfach mal die Cropplots leer, also die Felder, nehmen den Dünger und so weiter raus. Und da meinte ich, das wäre doch jetzt eigentlich eine coole Sache für den Stream, denn es ist eine Arbeit, die erledigt werden muss. Und ab nächste Woche schon mal zur Info, spielen wir dann, sag mal, Survival of the Fittest. Da mache ich noch ein Infovideo, da spielen wir alle zusammen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr alle euch dran beteiligen. Juhu. Und ja, schauen wir mal. Aber heute habe ich mir gedacht, brauchen wir erstmal ein bisschen Verteidigung. Wir müssen erstmal gucken. Also Dünger haben wir, da war ich gerade nachgucken. Matze, ihr hattet nämlich, ich weiß nicht, ob du das warst oder Lupus, muss ja einer von euch gewesen sein, wenn man die Höhle reinkommt, gegenüber von den, vom Schweinchen, unser Schweinchen ist übrigens tot, ja. Sind zwei volle Schränke. Okay. Warum auch immer. So. Dass der Stream nicht geht, wieso geht der Stream nicht? Leckt der oder, ist er nicht an? Also genau, stimmt nicht. Ich kann auch nichts sehen. Wie, gar nichts? Also Sabrina hat auch gerade. Ich sehe dein Profilbild, beziehungsweise dein Titelbild von deinem Kanal, aber mehr kann ich auch nicht sehen. Nu, was ist denn hier los? Hast du vielleicht das Spiel nicht umgestellt im OBS? Doch, habe ich. Warte mal. Also Sabrina hat auch geschrieben, dass es bei ihr nicht geht, aber hat auch wirklich geschrieben, dass es geht. Stimmt, aber wenn ich jetzt bei mir auf Play drücke, ich aktualisiere mal hier die Seite. Oha! Und ich quatsche die ganze Zeit und zeige euch Sachen und ihr seht gar nichts. Okay. Es lädt. Jetzt sehe ich was. Also ihr müsst mal, die jetzt nur ein schwarzes Bild haben, einfach mal die Seite aktualisieren. Bei mir kam jetzt was, also ich sehe jetzt was. Hallo Reschi, nochmal vielen, vielen Dank. Es geht bei mir, ja. Einfach nochmal, wie gesagt, aktualisieren. Müsste eigentlich funktionieren. Der Creeps, herzlich willkommen in der Crispplay-Bande. So, jetzt aber genug. So, mal geholt, ein bisschen. Ja, genau, wir müssen mal gucken, was kosten eigentlich diese Cropplots? Gelernt habe ich die schon, das weiß ich. Wood, Thatch, Fiber, Stone. Müssen wir alles farmen oder haben wir... Alles farmen. Tatsächlich was im Schrank. Okay, wir müssen farmen. Mammut haben wir natürlich nicht mehr. Aber wir haben ja genug Drachen zum Mitnehmen. Beziehungsweise den Spino, wie viel kann der eigentlich tragen? Viel. Na. Ich hab noch einen T-Rex. Ruhig mal raus. Kann man in die frische Luft. Stimmt, hier sind noch die Sachen drin von Outcookie, wo er oben war. Mr. Outcookie? Genau hier. Outcookie. ID Outcookie. Den haben wir nämlich platt gemacht. Nee. Im letzten Livestream. So, dann würde ich sagen, denn welcher Drache kann eigentlich am meisten tragen? Hagaraf. Was? Hagaraf. der hat ein Level, was soll ich ihm geben? Damage? Leben, okay. Der kann am meisten tragen. Oh ja. Komm, den nehmen wir mal mit zum Farm kurz. Wir müssen noch ein bisschen Holz, Hedge und Fiber holen. Und was war es noch? Was war das vierte? Gilbert, die trauen sich nicht, weil sie Angst haben vor Chris seiner Reaktion. Oh. Stone. Ja, die haben hier irgendwas vor schon wieder im Stream. Verraten mir aber nicht was. Die bösen, bösen. Nee. Ja, ich sag mal so, wenn hier irgendwelche Viecher sterben und so, das würde euch ja auch betreffen. Würdet ihr ja auch abkotzen, denke ich. Ja. Bei denen sind alle Viecher gestorben. Wer traut sich nicht? Wer traut sich was nicht? Bestimmt die Crossplay-Bande, oder nicht? Nicht nur. Ah, die wollen sich alles so... Ah, ich kann mir schon vorstellen, was die machen wollen. Ja, ich glaube, du hast es schon erfasst. Ja, aber das ist immer so zweiseitig. Wenn die es wirklich nicht wussten... Ich weiß, die sind manchmal echt... aber... Wenn sie es wirklich nicht wussten und obwohl der Bug ja eigentlich, na gut, der war bekannt. Ja. Na gut, aber im Eifer des Gefechts, ich weiß auch nicht. Schwierig. Die sind aber danach alle exakt zu töten, auf diese eine. Halt ja gut, dann ist echt mies. Sind exakt auf diese eine Stelle mit Narben drauf und haben danach noch alle Tiere getötet, also. Ja, das ist halt, das wirkt halt sehr geplant einfach alles so.
Na und ja, wenn sie halt dann ersetzen. Da gab es schon eine Welle der Solidarität, also da haben jetzt andere Tribes, so wie ich das mitbekommen habe, schon Tiere gebracht und so und haben sich da solidarisch gezeigt mit der Chrisplay-Bande. Wir haben sich alle zusammengeschlossen. Wo bleibt Akaya mit seinem Pteradon? Ja, ich hoffe, der kommt halt nicht vorbei, sonst verliert er die nächsten. Ah, viel gut. Vielen, vielen Dank, Chiquita 1706. Vielen, vielen Dank. Es wird langsam Zeit, dein Gesicht zu sehen. Ja, ihr seid auf dem besten Weg auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Wow. So, haut die nächsten 5 Euro. Er ist momentan nicht mal auf dem Server, er ist unschuldig, sagt er. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich sehe schon, du hast am Ende des Monats noch genug Geld übrig. Hallo Timo und willkommen in der Crystal-Bande. So, wie viel Holz brauche ich eigentlich für die Quad-Plots? Ich soll doch mal Thatch noch machen. So, hauen wir das mal hier rüber. Zack. Fängt der Stream natürlich an mit Farmen. Tut mir leid, aber doch das gehört zur Ark, das wisst ihr ja. Und... gibt's denn nicht einen Tribe, der stark genug ist, die alleine? Naja, eigentlich war das ja so ziemlich immer die Cosplay-Bande gewesen. Aber haben die dann auch Drachen auch getötet, oder was? Die haben alles getötet, alles. Wie ich das mitbekommen habe. Alles. Gar kein Viech mehr am Schluss, außer ja, okay, zwei, das ist aber echt. Das ist aber echt, sorry für den Ausdruck, behindert. Ja, nachdem die Burg komplett zusammengeschüttet ist, also alles, die konnten überall reingehen. Und haben die jetzt schon wieder was aufgebaut, oder was? Alles steht jetzt wieder. Da der komplette Server. Ich hätte mal sehen wollen. Da der komplette Server, ja. Er hätte einfach was gesagt, dann hätte mir den Server zurückgesetzt. Da sagen sie nichts mehr. So, wie viel brauche ich noch hier? Fiber brauche ich auf jeden Fall noch. Haben wir noch irgendwo eine Sichel? Keine Ahnung. Jeder von außen nicht. Obwohl, ich habe ich einen im Drachen? Bei mir in der Schmiede müsste noch eine sein, aber das ist nur eine normale Sichel. Das ist egal, geht immer noch schneller als mit der Hand. Okay. Wir haben eigentlich immer noch keinen dicken Affen, wa? Keinen großen. Nee. Wie gesagt, der letzte, den ich versucht hatte, ist mir einfach so vor meinen Augen gestorben. Wie der Bronto mit dem Kopf aus dem Dach guckt. Cabrio. Ja. Braucht dazu seinen Geschluft. So. 205 Zuschauer. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und herzlich willkommen an alle Neuen. Auch Tobi, willkommen in der Crisplay-Bande. So, ich hab schon mal eine Holzfuhre besorgt. Boah! Ein T-Rex hüpft. Ich sag mal, wenn sie den Angriff, also das nicht gewusst hätten, dann hätten sie wenigstens danach aufgehört, die Tiere zu töten. Na, das stimmt allerdings, das finde ich auch nicht so prickelnd. Wo hast du jetzt gesagt, ist die Sichel? Bei mir, im Schloss, in der Affe. Zoll legt schon wieder los hier. Was sagt er? Erstmal mal einen Tag nicht da, was war denn mit der Crisplay-Bande? Ja, die haben ihre Burg, sage ich mal, ist komplett weg. Spencer haut 50 Euro in Pott, schon wieder, Mann ey. Ey Chris, ich bin wieder dabei. Ey Spencer, Spence meine ich. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Boah, du Typ, schon das zweite Mal jetzt. Krieg ich echt ein schlechtes Gewissen. Ich hab so schon ein Problem, ich musste mich überwinden, das einzubauen. Und jetzt haust du hier schon wieder. Eieiei. Vielen, vielen Dank, ey. Vielen, 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 vielen Dank. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. So, genau, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Die Crisplay-Bande, es gibt einen Bug, wenn man hier und da eine Foundation wegreißt, dann reißt es, keine Ahnung, Matze, wie viele Sachen weg? Alles? Es ist halt so, diese Wolf Foundation, wo es da gibt, die wenn man setzt, dann kann es sein, dass die komplette Base auf einmal weg ist. Wenn da zum Beispiel allein nur eine Terrasse weggerissen wird, wo auf der Wall von der ich draufsteht.
das Knifflige halt, es kann sein, es muss aber nicht sein. Ja. Also, da wird halt so 50-50 Chance. Ja. Da wird nur eine Abfrage gestellt, ob da jetzt eine Verbindung ist oder nicht. Es kann halt sein, dass dann komplett deine komplette Base weg ist, weil du sagst, nö, ist es nichts da. Und es kann auch sein, dass alles heil bleibt. Okay, ja, und das ist halt der Crisplay-Bande passiert und ihre komplette Burg ist weg, also komplett. Und danach wurden natürlich, nachdem die Base dann weg war, ja, alle Tiere getötet, inklusive Drachen und, ja. Danke, Spielbär, vielen Dank. Das ist die verbesserte gleich. Bringen sie dir auch Heile zurück, obwohl Heile kann ich nicht versprechen. Ja, und jetzt haben die halt nichts mehr gehabt, aber die Tribes auf dem Server, die waren richtig nett. So habe ich das jetzt gehört, oder? Die haben sich zusammengetan und haben der Crisplay-Bande geholfen. Ja. Das finde ich auf jeden Fall cool. Das finde ich cool, weil. Genau, weil das, man muss sagen, in der letzten Zeit gab es hier und da mal wieder, jeder wollte mal austeilen gegen andere Tribes, auch wenn man dann selber einen abgekriegt hat, dann war das Geheule groß. Das ging mir ein bisschen auf den Keks, aber das hat die schon wieder gezeigt, dass sie doch miteinander können und auch alle sehr fair sind. Und falls jetzt noch ein paar Tribes zugucken, vielen Dank, dass ihr geholfen habt. Zeigt auf jeden Fall Größe und Fairness. Ihr habt es ja davor schon alle verstanden. Ja, naja, komm, aber immer wenn es irgendwie jemand geradet wurde oder getötet wurde, Das ist halt das Problem, dass viele. Das ist bei jedem fast. Ja, ich komm, das ist ein Spiel. Die sollen mal alle hier ein bisschen Gang runterschalten, dann wurden sie halt geradet. Das zeigt doch nur, was man besser machen muss. Bei uns werden halt Sachen geklaut, also müssen wir besser machen Verteidigung und so. Wir müssen besser machen Verteidigung. Deutsch gut. Wir sollten vielleicht nicht die Schränke neben die offenen Fenster stellen. So, hacken wir hier mal ein bisschen Fiber. Genau, vielen Dank für alle Neuen. Soll ich dir irgendwas helfen? Muss ich irgendwas besorgen oder so? Keine Ahnung. Holz, was weiß ich, Fiber. Genau, hör mal auf mich anzumalen und mach mal. Hör mal auf mich anzumalen. Er steht die ganze Zeit mit dem Pinsel neben mir und versucht. Oh mein Gott, da ist er. Ist ja fast wieder so weit gewesen, dass ich meinen Drachen hätte verloren. Halt. Ja doch. Nein, er ist wieder da. So, jetzt dürft ihr auch ein paar Quadplots bauen können. So, nee, eigentlich haben wir alles. Außer die, wo sind denn die? Die könnt ihr mal holen, die Planet X Samen. Da müssten wir aber noch welche haben, meine ich. Ja. Da müssten wir mehr als 100 Stück haben. Ja, Olli, der malt schon wieder. So, mal sehr lustig, wie er den Danny angemalt hat. Was, einen orangenen Bart hat er? Jetzt muss ich aber mal gucken, weil. Ich sehe gerade, dass die Anzeige oben das auf jeden Fall nicht verkraftet hat. Ah, hat sie echt nicht. Okay. Gucken wir mal, wenn ich die an- und ausschalte. Ja. Boah, das ging echt schnell. So. Der Gabax kommt. Gabax ist incoming. 3, 2, 1. 1. 1. 0,9. User joined your channel. Way, da ist er. Ich hatte fast recht. Fast, Gabax. Was? Ich hab gesagt 3, 2, 1. 1. 1. Danny schreibt gleich, es geht gleich los mit dem Angriff. Ja, ich muss mich beeilen, ich muss zurück. Ey, da will ich aber Bescheid wissen, ja. Das will ich auch sehen. Ja, aber jetzt kommen hier nicht 20 Mann oder so. So, haut noch die letzten 8 Euro rein. Du kranker, mieser. vielen Dank, ey. Abgefahren. Danke. Übrigens, ich bin gerade auch in einer neuen, jetzt seht ihr noch Crash Bandicoot, der da übelst abgeht und tanzt. Ich habe von der Ragna, sie probiert da gerade. Ist nicht im Freien. Sie probiert da gerade eine neue Animation zu machen mit meinem Clown. Wir gucken mal, ob wir was Cooles hinkriegen. Jetzt haben wir echt die 100 voll, ey, ihr spinnt doch. Danke, ey, vielen Dank. Coole Sache. Übelst. Ja, aber es ist halt auch die einfachste Methode. Wie gesagt, ich habe echt oft Anfragen bekommen. Wo kann ich dir denn mal hier den ein oder anderen Euro geben? Und ja, ist hier wirklich am besten. Und ja,
Jetzt muss ich mal gucken. Wir wollten Croplots bauen. Wir gucken mal. Komm her, du dummer Drache. Die muss ich die im Inventar bauen? Ja. Ja. Dummer Drache. Ah, mir fehlt echt noch was. Mir fehlt noch Stein. Ach, die mach ich jetzt mit der Spitzhacke. Steine gibt's bei mir. Bei mir in der Dings. Über. Engineer Workstation. Wir müssen schnell in Spectator. Was? In Spectator? Wollen wir nicht einfach hinfliegen? Also ich gehe in Spectator, ist sicherer. Ich flieg hin. Ey, nehmt mich mit. Egal, ich gehe in Spectator, da kannst du wenigstens dann perfekt zuschauen. Wollen die jetzt alle? Wollen die jetzt alle oder was? Die sollen sich aber. Na gut, die haben genauso viel Scheiße gebaut, aber trotzdem. Okay, warte, aber da muss ich vorher meine Klamotten weglegen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Stück. Gegen. Not in game. Aber habt ihr auch gar nicht Bescheid gesagt, ihr Bösen? Was? Was da vorgefallen ist? Wann war das überhaupt? Das war gestern, heute Nacht passiert. Heute Nacht um 2. 2 Uhr nachts haben sie angegriffen, zu zweit. Was, zu zweit auch nur? Ja. Zu zweit mal. Wir waren alleine online. Zu zweit die komplette Base niedergeruppt. Ja, die haben ja nur, ich sag mal, 4-5 Granaten oder so gebraucht, um den. Die Terrasse wegzureißen, dann ist ja alles zusammengekracht. Weil die auf den Foundation stand. Okay. Dead Leader 20.002, herzlich willkommen in der Chris Play Bande. So, So, Aufnahmeprogramm mal starten. Eine schöne Aufnahme. Hab eigentlich auch genug Steine. Obsidian brauchen wir ja nicht, wa? Nee. Brauch mal weg. Nö. Ich kann ja über einen Admin-Manager in den Spec gehen, oder? Aber trotz. Einfach eingeben. Ja, einfach. Feed Enable Spectator. So. Außerdem muss ich mal gucken. Kommt drauf an, was die jetzt da genau machen. Wann war das? Gestern Nacht? Also heute früh, also, um 2 Uhr. Wann kommt die Facecam? Ja, ihr lasst mir gar keine Wahl. Können wir das eigentlich wieder rausnehmen? So. Vielen Dank, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass das erstens so schnell geht und zweitens war ich überhaupt skeptisch, ob das überhaupt geht. Aber ich sehe schon, ihr seid. Auf euch kann man sich verlassen. Medium. Beginne erst um 20 Uhr. Medium Crop brauche ich, oder was? Nee, Large. Für die Pflanzen brauchst du Large. Extra Large? Mhm. Da müssten wir auch Blueprints haben dafür eigentlich. Aber ich dachte mal, Blueprints brauchen mehr Ressourcen. Nee. Die brauchen gleich viel. Was? Blueprints zum Bauen brauchen gleich viel wie Engrams. Brauchen gleich viel. Ja. Macht keinen Unterschied, nur dass du halt nicht lernen musst und so mit Engram Points sparen kannst. Genau. Ich hab's jetzt gelernt, scheiß drauf. Ich hab genug. Wir gucken mal. Ich glaube, im Spino war gerade sogar ein Blueprint. Da hatte ich mal irgendeinem Strahl gefunden. Ich finde ja immer keine wichtigen Sachen. Ich habe schon in so einem Strahl jetzt bestimmt. Okay, leck. Kann nicht absteigen. Ah, ich kann nicht absteigen. Okay, 19 Uhr planen die also schlimme Sachen. 20 Uhr. Nee, bei mir stand gerade 19 Uhr im Chat. So, wir hauen mal alles hier in den Drachen. Ich auch noch jetzt laufen. Sherman geschrieben, 20 Uhr gerade. Jenny meint im Chat 19. Die sind sich auch noch super einig, ich sehe das schon. Mhm. Ja, kurze Frage mal an die 233 mittlerweile. Wer von euch hat denn Bock, bei Survivor of the Fittest mitzumachen? Beziehungsweise wer hat auch die, wer hat das Spiel und einen laufenden PC? Ja, 20 Uhr, jetzt kommt ihr wieder mit 20 Uhr, da wo ich aufhöre. Okay, ich mach vielleicht bis 20:30, ich schau mal. Wir haben ja auch eine halbe Stunde später angefangen, ich hab euch ja noch zugesülzt. Ich wollte zum Spino. Bam, 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 bam. Ja, aber nur für Medium. Spielbär, wo meinst du denn? Wo ist denn, wenn? In unserem Dingsschrank oder was? Flugwindschrank, ja.
Okay, machen wir mal anders. Geh mal, ich geh zu. Noch mal aus dem Speck raus. Das lohnt sich jetzt noch nicht. Ja. Hast du auch deine Sachen alle weggepackt vorher? Ja, hab ich gemacht. Diesmal hab ich's gemacht. Ist mir noch eingefallen. Jetzt wären die ganzen Mastercraft-Sachen weg. Ich. Sorry, bin raus. Hab das Spiel und einen laufenden PC, bin aber nicht so gut. Ist egal, dabei ist alles. I feel good. So. Alter, der kann echt. Danke, Mann. Sollten wir uns jemals im Leben sehen, ich geb deinen aus. Bei der Gamescom oder so.